Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Decade of Revival Box von Traitor. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Decade of Revival von Traitor, das Ganze aus dem Jahr 2019. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Ja, genauer gesagt aus dem Bereich Thrash Metal, aber ihr kennt mich, ich fasse diese ganzen Unterkategorien ja immer unter Rock zusammen. Wir haben hier eine recht kompakte kleine Box. Auf dem Cover haben wir einmal oben links den Schriftzug, den Bandnamen Traitor. Dann haben wir hier ein recht wildes Cover, also vier aufgespießte Köpfe. Dann hier so eine untote Skelettbestie, die hier scheinbar aus einem blutigen Loch entsteigt. Und dann haben wir hier noch einen oder eine Person, ja, schwer zu sagen, ob Mann oder Frau, sieht mir doch eher etwas männlicher aus, die hier eventuell diese hier gerade entweder tötet oder beschwört, man weiß es nicht genau. Also auf jeden Fall rein so von der Optik ein ziemlich heftiges und brutales Cover. Wir haben hier dann auch noch einen FSK 12 Hinweis, bedeutet wir haben hier dann auch noch Filmmaterial. Und das Ganze wurde hier mit einem Sticker gelöst. Sehr schön, bedeutet, den kann man dann ablösen. Rechts unten haben wir den Albumtitel Decade of Revival. Und wir haben noch ein besonderes Bonus extra. Und zwar haben wir hier 1, 2, 3, 4 Unterschriften. Die sind regulär normalerweise nicht dabei. Die haben mir die Jungs extra hier drauf gemacht. Sehr schön, vielen Dank nochmal dafür. Auf der Seite lesen wir auch nochmal Traitor Decade of Revival Limited 10th Anniversary CD DVD Boxset. Unten schwarz, rechts lesen wir nochmal das gleiche und oben ebenfalls schwarz. Auf der Rückseite haben wir dann besser zu sehen die vier aufgespießten Köpfe, in diesem Fall die vier Bandmitglieder. Und wir lesen hier auf Englisch, was sich alles in der Box befindet. This Limited Anniversary Boxset contains EP with four brand new songs, Live Album, Live at Rock Hard Festival 2018, Live DVD, Live at Wacken Open Air 2018, plus one exclusive Supporters Patch. Jawohl, das ist alles drin. Dann haben wir hier die Beteiligten. Das Ganze ist hier erschienen über Violent Creek Records. Und hier rechts gibt's den Barcode. So, nachdem wir uns das angesehen haben, schauen wir mal hinein. Und das ist der Inhalt. Wir haben hier einmal den Patch. Dann haben wir hier ein Booklet. Recht ungewöhnlich, dass das hier so einzeln entgegenkommt. Einen Sticker im Querformat. Und ein, zwei Papphüllen mit CD bzw. DVD. Jawohl. Die Box von innen in weiß. Eine kleine kompakte Klappbox. Machen wir mal wieder zu und zur Seite. Hier ist nichts weiter in Folie. Bedeutet, wir können direkt starten. So. Das Ganze ist hier etwas ungewöhnlich gestaltet. Denn wir haben hier auf diesem Pappschuber, auf dieser Papphülle hier, haben wir zwei Tracklists ineinander. Also wir haben hier einmal Decade of Revival EP und dann kreisförmig hier die Tracklist mit römischen Ziffern 1, 2, 3, 4. Also das sind die vier Songs der EP. Und dann haben wir auf der äußeren Seite, also auf diesem äußeren Kreis, die Tracklist der Live-CD. Hier lesen wir auch Live at Rock Hard Festival 2018. Und das Ganze zieht sich dann hier sofort, nachdem wir in der Mitte die 4 hatten, geht es dann hier gleich weiter mit römisch 5 bis hin zu, was haben wir hier, römisch 14. Also, es sind 4 Tracks auf dieser EP plus dann 10 auf dem Live-Album. So sieht das dann aus. Genau, Disc 1, also CD 1, EP plus Live at Rock Hard Festival. Man hat das hier wirklich auf eine CD gepackt. Schauen wir mal rein. Ja, also die ist hier in Schwarz und Rot, auch hier wieder dieser Dämon, würde ich jetzt mal sagen, und dieser Hexenmeister, der hier scheinbar beschwört oder tötet.
Disc One, und hier lesen wir dann EP Live Album Live at Rock Hard Open Air. Also hier die 14 Tracks, 4 wie gesagt von der EP und die 10 von der Live at Rock Hard Festival 2018. So, und dann haben wir noch Disc 2, auch hier natürlich wieder die aufgespießten Köpfe zu sehen. Also wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, jawohl, man hat hier auf den beiden Papphüllen die Vorder- bzw. Rückseite der Box zu sehen. Ich dachte mir gerade, das kennen wir doch schon. Also, das jetzt hier in diesem Fall dann die Rückseite. Hier sehen wir dann wieder Decade of Revival Disc 2. Und hier haben wir dann die Tracks des Live-Auftritts bei Wacken Open Air 2018. Wir haben hier insgesamt 11 Stück an der Zahl. Und die sind dann wirklich eben auf DVD. Daher auch der 12er. Bedeutet, hier kann man dann wirklich die vier Jungs in Aktion sehen, wie sie so bei Wacken auf der Bühne abgehen. Einen Sticker gibt es mit dabei, das ist dieser hier, Traitor Was Here, established 2009, straight outta Balingen. Ja, das ist vielleicht auch für viele eine Überraschung so bei dem Artwork und bei dem Album bzw. Bandtitel. Es ist tatsächlich eine Band aus Deutschland, aus Baden-Württemberg, und hier sehen wir auch, warum das Ganze so eine spezielle Edition ist. 2009 established, also gegründet 2009, und deswegen gab es eben 2019 diese Deluxebox Decade. Decade heißt ja auch Dekade, also Jahrzehnt, daher ist das durchaus passend. Dieses kleine Männchen hier, das habe ich schon mal gesehen, ich glaube, das kenne ich aus einem Spiel, Kilroy, glaube ich, hatte dort geheißen. Finde ich spannend, dass der hier dabei ist. Okay. Dann haben wir das Booklet. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Das Booklet zur Decade of Revival. 2009 bis 2019. Hier lesen wir es nochmal. Thank you for your support. Dann haben wir hier die Band. Das dürfte ein Live-Auftritt sein. Und dann haben wir hier die Tracks nochmal in der Übersicht. Samt der gesamten Lyrics. Sehr schön. Gefällt mir gut, dass man die hier abgedruckt hat. Rein von der Optik sieht das hier aus wie so ein altes Videospiel. Metroid. Dann haben wir das nächste. Into the Nightosphere. Das sieht recht düster aus. Auch hier natürlich wieder Lyrics. Dann das Artwork nochmal komplett. Also einmal die Boxrückseite und einmal die Vorderseite. Das sieht echt böse aus. Dann haben wir hier Space Seed inklusive Lyrics. Dann hier die Menge bei einem Live-Konzert. Und Decade of Revival Traitor Part 4. Jawohl. Also, die vier der EP haben wir hier wirklich mit Lyrics erfasst. Nochmal ein Foto des Live-Auftritts. Und dann haben wir hier die Infos zur Homepage bzw. Social Media. Und hier haben wir dann auch noch einen Spotify Scan-Code. Den kann man hier mit dem Handy direkt erfassen. Also hier findet ihr die Jungs auf Social Media. Und zum Abschluss auf der letzten Seite gibt es dann noch die Credits. Also hier sehen wir, wer daran beteiligt war. Sehr schön. Und als letzten Boxinhalt haben wir einen Patch. Einen quadratischen mit roter Umrandung. In der Mitte das Ganze in schwarz und rot. Und hier in dem Dreieck haben wir wieder das Album oder Teile des Albumcovers. So sieht das aus. Was lesen wir hier noch? 10 Years of Teutonic Thrash Metal Straight Outta Balingen. Thrash Kommando Balingen established 2009. Supporter. Also, mit Hilfe dieses Patches, der von der Firma Aufnäher4U ist, kann man sich dann entsprechend als Traitor Supporter zu erkennen geben. Sehr schön. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Patch quadratisch, dann dieser Sticker hier im Querformat. Einmal hier die DVD vom Live-Auftritt Wacken Open Air. Dann haben wir hier die CD mit der EP plus der Live-CD von dem Rock Hard Festival
mit insgesamt 14 Tracks, 4 auf der EP und 10 auf dem Live-Album und natürlich das Booklet zu der EP. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Decade of Revival von Traitor. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Traitor unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.